Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich bin jetzt bloß einen Block weitergefahren, habe ein paar Waffen verkauft und geschaut, ob ich da irgendwas verbessern kann. Leider nicht der Fall. Und ich wollte wieder mal schauen, ob wir vielleicht mal ein neues Auto kaufen können. Auch wenn ich weiß, dass man ja eigentlich viele Rabatte bekommen würde, wenn man diese ganzen Autofixer-Aufträge machen würde. Die wir mit Sicherheit auch irgendwann mal noch machen. Trotzdem wollte ich doch mal kurz hier nachschauen. Ein Porsche Cabriolet. Zum Beispiel so ein kleines süßes Autoken. Mai. Komm, why not? Ich meine, wir haben 1,8. Millionen. Können wir ruhig mal ein bisschen Money ausgeben. Also hier diesen Colby C125, die sieht auch ziemlich nice aus. Kostet 18.000. Nehmen wir mal. Haben wir mal ein bisschen mehr Auswahl, was die Fahrzeuge angeht. Na, da war ich noch mit diesen Rayfields. 135.000, 155. Das sieht auch ziemlich schnittig aus. Motorräder. Die Apollo. Sieht auch ziemlich nice aus. Gekauft. So, aber das reicht dann auch erstmal wieder für meine Shopping-Tour. Ups. 76.000 weniger. Schauen wir dann gleich mal beim nächsten Auftrag, wenn wir ein neues Auto nehmen. Wir haben jetzt hier noch diesen einen Auftrag von Wakako. Den haben wir hier alle abgeschlossen. Und der ist hier oben in North Oak. Da würde ich jetzt einfach mal hinfahren. Und wir schauen uns an, was uns da erwartet. Ich meine, es ist der letzte Auftrag. Der war, glaube ich, vorhin noch nicht auf der Map. Von daher bin ich gespannt, ob es vielleicht irgendwas Größeres mal ist. Was uns da erwartet, werden wir ja gleich sehen. Sorry. Ja, und umgezogen habe ich mich auch wieder mal. Ich habe jetzt hier so ein Police Outfit an. Das bringt uns auch ein bisschen. Ne, stimmt gar nicht. Es gibt das Transmog-System, von daher gibt es immer eigentlich mehr Panzerung wegen der Schutzweste. Ich kann es euch nachher gleich mal zeigen, wie es jetzt aussieht. Und da sind wir auch schon beim Tempel. Das sieht ein bisschen nach Tiger Claws aus. I need someone for a quick and quiet operation. It involves planting bugs in a heavily guarded area. You have the brief. Read it. Okay, hört sich so an, als ob wir niemanden umbringen sollen und auch nicht entdeckt werden sollen. Sabotage. Abhörgerät im Schrein der Tiger Claws platzieren. Shinto-Schrein Milagra Terrace. Der Wanderer sollte nicht den Pfad verlassen und der Tiger muss in seiner Steppe bleiben. Sonst ereilt beide das Unglück. Tiger Claws-Boss Taki Zako, Katsu denkt, er ist klug. Er denkt, ich würde nichts über die Abmachung erfahren, die er am Shinto-Schrein an der Milagra Terrace schließt. Er denkt, ich wüsste nicht, dass er den Hunden des Schreins für geheime Treffen nutzt. Er denkt, er könnte die Chapentown ohne meinen Einfluss regieren. Er irrt sich. Ich werde dir ein Abhörgerät geben, das du am Shintai
dem heiligsten Ort des Shinto-Schreins platzieren wirst. Mach keinen Lauten, täusch mich nicht. Yes, wir sollen leise rein, niemanden aufwecken. Und jetzt ganz kurz, so sehen wir jetzt aus. Ein Polizeioutfit. Allerdings, da es eben Stealth sein soll, gehen wir auch Stealth rein. Okay, da oben sind normale Bewohner. Ich glaube, bis da dürfen wir noch kommen. Ist das hier feindliches Territorium? Sieht mir irgendwie nicht so aus. Dann kann man das mal umholen. Und kurz mal schauen. Da sind ja drei Stück. Luru. Okay, den Namen spreche ich nicht aus. Das sind zwei Stück. Das sind auch zwei. Die sehe ich aber nicht. Das ist auch einer. Die Kamera würde ich auch kurz umpolen. Okay, hier ist der Haupteingang sozusagen. Da drin sind auch ein paar. Zivilistin. Da drüben sind wir. Fällt auch gar nicht auf, wenn wir da so gekniet rumsitzen. Ich meine, wir dürfen hier herumlaufen. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht rein, aber hier gibt es irgendwas zum Looten. Das nervt mich manchmal ein bisschen, ehrlich gesagt. Okay, da darf man nicht rein. Ist das auch ein Tiger Claw? Ja, natürlich. Mitgliederkarte. Mitgliedskarte Shinto Schrein Milagro Terrace. Status abgelaufen. Zur Reaktivierung der Karte bitte ausstehende Zahlung veranlassen. Hier dürfen wir natürlich sicherlich auch nicht rein. Not draw this out. Can I see what you got? Please. I'm just looking. I'm sure you will find something you like. Naja.
Nichts Spannendes für uns. Aber trotzdem danke. Real hopping place. Lots of tigers roaming especially. From different walks of life, many of them. Mm-hmm. Know much about them? Only that they dislike questions. Ich sehe schon, danke sehr. Jetzt auch rein. Okay, sorry, ich schalte die Kameras aus. Das ist ultra nervig, das ganze Gepiepse immer. Also immer die Feinde entdecken. Da oben ist auch einer auf dem Dach. Wenn ich hier einsteige, sieht mich der sowieso gerade. Wahrscheinlich. Ich kann es versuchen. Ich meine, auch wenn wir leise rein sollen, können wir trotzdem uns ein bisschen umschauen und vielleicht versuchen, ein paar Sachen abzusnacken. Zum Beispiel das. Ich dachte gerade, das Bild im TV wäre jemand gewesen. Nicht tödlich. Gespräch. Minho und Amon. Gut, was geht? Nichts geht. Sitzt noch im Schrein. Es ist schon nach 6, Mann. Aber wir reden die so ewig. Mitgefühl und so. Wir können in die Stadt, sobald die dich weglassen. Scheiße, Mann. Ich hau ab, gönn mir einen Drink und geh ins Bett. Hab gehört, Shotaro hat neue Mädchen. Die sind richtig gut. Warte, ich schick dir ein Bild. Okay, überredet. Ich schlaf, wenn ich tot bin. Wusste doch, da geht was, Kumpel. Sag Bescheid, ich hol dich ab. Okay, danke. Ich frage mich eigentlich sehr gut. Überwachungskameras abgeschaltet. CCTV-Analyse. Viel Verkehr, aber alles soweit normal. Keine verdächtigen Aktivitäten. Der Hunden ist sauber. Treffen kann stattfinden. Amon. Ich freue mich eigentlich, wenn die wieder aufwachen. Also alarmieren die dann andere Leute? Oder wie ist das eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich hab nichts gesehen. Vielleicht könnte man hier rauf aufs Dach. Gut, speichern. Ach du Scheiße. Gut.
gut, dass niemand bemerkt hat. Auch wenn eigentlich jeder bemerkt hätte sollen, müssen, dürfen. Ich meine, das war arschlaut. Und direkt neben euch. Wahrscheinlich gibt es hier nichts anderes. Und das muss aufhören. Hidemasa Ayukawa an Fusanosuke Sato. Alter, diese Namen. Wir wachen über den Schrein und du bringst immer mehr Gangschläger hier hinein. Sie stinken nach Tod, aber du erlaubst ihnen, unseren heiligen Händen zu entweihen. Ihre Worte sind nichts als Lügen und ihr Leben beschämend. Es ist, als existieren sie nur, um den Kanagara zu verleugnen. Sieh ihn dein Inneres. Und du wirst erkennen, dass ich recht habe, Hidemasa. Matsuri in Japantown. Festivalprogramm. Tee-Zeremonie, Löwentanz, Arasaka-Produktvorführung, traditionelle japanische Desserts, Mochi, Daifuku und Tango, Kalligrafie-Workshop, Origami-Workshop, Ticket, jetzt sichern und 20% sparen. Schätze mal hier. Reinzugehen. Wäre eine schlechte Idee. Deswegen gehen wir gleich wieder raus und schließen das. Alright. Let's not draw this. We ah, das geht direkt in den Raum hinein bei ihnen. Also was klar ist, der Futtereingang hat überhaupt nicht. Von daher müssen wir eigentlich bei ihm dort rein. Aber es darf halt niemand sehen. Oder übers Dach. Was vielleicht noch schlauer wäre. Wahrscheinlich ist nicht nur, sind nicht nur die zwei auf dem Dach. Ich speichere mal. Und die Frage ist dann, ob wir überhaupt vom Dach hineinkommen oder nicht. Da ist auch noch einer. Dann könnte sich jeder Zeit umdrehen. Geh doch da hoch. Wie geht er hoch? Ich hab's gesagt. Okay, sorry, das da hinten sieht echt scheiße aus. Hier oben sieht uns niemand. Oh. Unsere Frisur fehlt wieder mal.
Kann der da drüben uns sehen? Ich glaube nicht. Da ist auch einer. Ho, 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 ho. Ist ein bisschen schwieriger als erwartet. Eigentlich müssten wir die alle auf dem Dach ruhig stellen. Wenn es das sonst ein Problem geben könnte. Und da drin war ja noch ein Schwert, was ziemlich spannend aussah. Hatte nicht gehört. Der andere läuft eine Runde. Zurück! Das wäre der perfekte Moment gewesen. Ich glaube, die auf dem Dach könnten uns Schwierigkeiten bereiten. Die sehen das. Der andere kommt auch wieder. You know what? Wir nehmen uns Danny zuerst vor. Komm hier hin. Leise. Leise, mein Schaf. Ja, das ist schlecht. Ich glaube, der andere könnte ihn dort sehen. Komm, wir legen ihn mal hier an. Schlaf gut. Übrigens wäre es schlau, die andere Waffe wieder auszuwählen. Falls wir trotzdem mal schießen müssen. Der andere steht jetzt da drüben. Sie haben noch die Frage, wie lange schlafen die eigentlich, wenn wir sie... Okay, der andere kommt zurück. Wenn wir sie schlafen legen. Ich weiß es halt nicht. Der andere ist da drüben. Theoretisch hätten wir freie Bahn eigentlich. Wenn ich niemanden übersehe. Die Kameras sind ausgeschaltet. Was, 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 was? Wer hat mich da jetzt gesehen? Wahrscheinlich der da drüben. Oh, shit! Es ist echt spannender, eigentlich ohne Map zu spielen, weil man halt niemanden sieht.
Ja, jetzt haben wir eben das Problem, dass da doch zu viele Leute oben sind. Da ist ein spannendes Messer drin halt. Ich glaube, die andere kommt gleich zurück. Meint ihr, wir könnten das einfach hinter seinem Rücken weg? Was machst du, Junge? Was machst du? Nimm mir zu heikel, wenn ich nicht weiß, wohin der läuft. Wir können ihn da in den Raum ziehen. Wenn niemand anderes hier ist. Nope. Okay. Leise, Junge. Kann ich nicht. Müssen wir in der anderen dort aufpassen. Ich mache alles andere als das, was wir eigentlich müssten. Aber das, dieses Schwert oder Messer sieht da zu verlockend aus, als dass wir das zurücklassen können. Komm. Ich weiß, wir töten ihn zwar damit, aber besser so, als wenn die andere zurückkommt und ihn dann sehen würde. Sorry, Dude. Speichern. Gewinn Blade. Kann man das auch klauen da oben? Das nicht. Leise. Jetzt stehen die zu zweit. What the hell? Ist da auch noch ein Raum? Oder ist das der gleiche? Ein anderer Raum, der uns nichts bringt. Ist unglaublich laut. Unser Ausgang. Und noch was zum Hacken. Nehmen wir auch mit. Es läuft aber gut. Soweit läuft's gut. Perfekt. Jan ist immer noch da draußen. Nur ist die leider ein Problem. Wenn sie die ganze Zeit da bleibt. Hört niemand. Okay. Ich glaube, das ist unser Zeichen, dass sie gleich wieder weggeht. Wenn sie sagt, sie ist fast fertig mit Rauchen. Nee. Ich hoffe, da drin ist niemand. Dann müssen wir halt warten, leider, bis sie weg ist.
Ich glaube, einen anderen Eingang gibt es da nicht. Aber Ablenkungsmanöver. Someone's here. I can feel it. Hm. Ihr seht uns doch, wenn ich da jetzt reingehe oder nicht. Nochmal so ein Schwert. Okay, nix. Malware installieren. Abgeschlossen. Ja, die sieht uns. Von hier sehe ich die scheiß Dinge nicht, schade. Und das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Aber ich glaube, sie hat es fertig gesmoked. Von daher geht sie vielleicht wieder zurück. Schnell, 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 schnell. Okay. Verlasse die Schreinanlage. Lieben kehren. Lalala. Nichts passiert. You entered and left like a ghost, V. Nobody at the shrine even knew of your presence. Excellent work. Closing the contract and making the transfer. Perfekt. Vielen Dank, Wakako. Level up 50. Ich glaube, weiter hoch geht das Level gar nicht. 30.000! What? Eine Sache noch. Du hast die Aufgabe wirklich meisterhaft bewältigt und meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Am Übergabeort wartet eine zusätzliche Belohnung auf dich. Gut, das nehmen wir noch mit. Fahren kurz zum Übergabeort und holen uns den Bonus ab. War jetzt ein bisschen längere Folge, aber hat sich gelohnt, das so zu machen offensichtlich. Vielleicht ist ja sogar die Belohnung was Gutes, statt nur Geld. Mal schauen. Und somit haben wir jetzt eigentlich alle Aufträge von Wakako abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob es im späteren Verlauf des Spiels noch mehr Aufträge gibt mit ihr. Oder ob wir uns da irgendwie erkundigen müssen. Oh shit. So.
Oh shit. Aber das interessiert mich jetzt gar nicht. Ein weites Heiligtum. Ich glaube, irgendeine Waffe haben wir da bekommen. Ich habe es gerade nicht so genau gesehen. Weil das so schnell wieder wegging. Gewinnblade. Haben wir das nicht schon? Das ist doch das Schwert aus Witcher 3. Das haben wir doch schon, oder nicht? Und 900. 900. Und, Euro-Dollar wieder. Das haben wir schon. Aber ein bisschen besser wär's. Als das hier. Weird. Aber gut. Dann haben wir es halt zweimal. Viele Klamotten, da könnte ich wieder mal aussortieren. Hier auch, wie auch hier. Aber das mache ich dann offline. Makako, du hast alle Geheimnisse von Westbrook erkundet und alle meine Aufträge erledigt, meine Liebe. In diesem Teil der Stadt hast du dir einen Namen gemacht. Um das zu würdigen, möchte ich dir eine besondere Waffe geben. Du findest sie in deinem Lager. Gute Arbeit, Vi. Professional Window. A Widow. Die Westbrook-Aufträge sind alle erledigt. Wakako meinte, sie hat für was für mich. Ich frage mich, was? Noch eine Geschichte über einen ihrer Ehemänner, die nur eine kaum verholende Drohung ist? Oder diesmal was Nützliches? Ich schätze, wir werden es bald herausfinden. Ich hole die Belohnung ab. Ja gut, okay, komm. Dann haben wir es wenigstens richtig abgeschlossen. Mit Wakako. Wenn es schon Professional Widow heißt, ist das wahrscheinlich diese Waffe, die auch Widow heißt. Wahrscheinlich fahren wir jetzt zu Wakako hin. Ja, hau doch ab, Junge! Dann wird die Folge noch ein bisschen länger. Ich muss schon sagen, diese Reshade-Mod macht das Spiel doch um einiges viel besser. Es schaut alles irgendwie viel, viel cleaner aus. Und die Farben irgendwie ein bisschen poppiger. So, wir fahren zu mir nach Hause. Ach gut, da waren wir lange nicht mehr. Reagiert halt gar nicht auf die Hupe. Oh, ups. Bisschen zu weit gefahren. Naja. Dann mal schauen. Urban Commanders. Combat Cab. Wie nice. Ein Combat Taxi. Eyewitness accounts point to inter-clan disputes.
Attacks on unaffiliated persons has not exceeded the average. However, in an abundance of caution, the NCPD has raised the threat level to 2, advising travelers to avoid side roads. We will continue to keep you informed as the situation develops. Ist eigentlich schon lächerlich, dass eigentlich wir in 2077 leben und die TVs so schlecht aussehen. Eigentlich kind of weird. Aber okay. Oh, finally. Was finally? Was willst du, Johnny? Wahrscheinlich einfach wieder mal zu Hause sein, oder? Schade, unser Leguan ist immer noch nicht geschlüpft. Hol dir die Belohnung ab. Verstehe gerade nicht ganz. Also ich schätze mal, es ist die Waffe hier. Nope. Ich schaue mir das nachher kurz mal an. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.